Maxim Blasko war Elitesoldat und wurde insgesamt 4-mal mit dem Militärverdienstkreuz ausgezeichnet, bevor er im Kampf gegen den Terror fiel. Sein erstes Verdienstkreuz erhielt Maxim beim Angriff auf 5 Terroristen. Als erster stürmte er in das Gebäude und nahm 4 der Islamisten alleine gefangen. Später schaltete er zahlreiche Wachen eines Waffenlagers aus, was ihm das 2. Tapferkeitskreuz einbrachte. 2018 wurde Maxim auf einem Hubschrauber eingesetzt, wo er mehrere Feindkräfte aufklärte und erfolgreich bekämpfte. Hierfür wurde er zum 3. Mal ausgezeichnet. Bei seinem 4. Tapferkeitskreuz wurde Maxim erneut als Bordschütze eingesetzt und geriet in einen Feuerkampf mit 30 Aufständischen. Der Helikopter wurde schwer getroffen und musste notlanden, wobei ein Feuer ausbrach und beide Piloten eingeschlossen wurden. Trotz eigener Verwundung befreite Maxim seine Kameraden und trug sie zu den Notsitzen eines Angriffshelikopters. Dadurch rettete er ihnen das Leben. Leider fiel Maxim 2021 durch ein Heckenschützen und wurde darauf in ganz Frankreich als Held betrauert.